Hallo, heute zeige ich euch, wie man eine Hose am Bund schnell und einfach enge machen kann. Leider habe ich nicht abgenommen. Die Verkäuferin hatte mir eingeredet, die Hose eine große Größe zu kaufen, was an sich für so leichte Sommerhose nicht grundsätzlich falsch ist. Leider passt die Hose nun in der Taille nicht mehr richtig. Am Bund messe ich 2x3 cm, also 6 cm zu viel. Jetzt gibt es die drei Möglichkeiten, die Hose im Bund enger zu machen. Man kann den Überschuss in die Seitennähte einnähen. Nun haben wir bei dieser Hose hier eine schöne Niete, die ich nicht entfernen möchte. Oder man kann hinten die Mittelnaht öffnen und den Stoffüberschuss von 6 cm ausschneiden. Leider rücken dabei die Taschen eng zusammen. Oder man versteckt den Überschuss vom Stoff in seitlichen Abnäher von je 3 cm. Drehe zunächst die Hose auf links. Ziehe eine Linie angefangen von der Spitze der Tasche und zu ihrer Mitte. Die Abnäher sollen in der Mitte der Gesäßtaschen sitzen und enden genau an der Kante der Taschen. Markiere 1,5 cm links und rechts am Schnitt diese Linie mit dem Bund. Verbinde nun beide Punkte mit dem Schnittpunkt der Linie an der oberen Kante der Tasche. Stecke die Abnäher mit Stecknadeln zusammen. Jetzt nähe entlang der Markierung. Das gleiche machst du bei dem zweiten Abnähen. Bügele die Abnäher nach innen. Ich befestige die Abnäher am Bund mit einer kleinen zusätzlichen Naht. Fertig! Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Spaß mit neuer Hose!